So, wir kommen bei der letzten Aufnahme Team Fortress 2 vor der ein Jahre langen Let's Play Pause. Und heute spielen wir King of the Hill. Ich werde den Part in drei Parts verdreifachen, oder sag ich mal, ein Dritteln halt, ne? Und ja, dann haben wir insgesamt 20 Parts. Und ja, dann geht's in die ein Jahre lange Let's Play Pause. Nach der Let's Play Pause werden wir es so machen, dass es jede Woche zwei Parts geben wird. Ein Part, eine halbe Stunde. Aber das alles erst in einem Jahr. Jetzt genießen wir erstmal die letzte Zeit in Team Fortress 2 im Jahre 2013. Ja, der Heavy, der schreit da schon. Gut, und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt als Heavy spiele. Ich bin da jetzt reingekommen und dann auf einmal hatte ich den Heavy als Klasse gehabt. Ich glaube, die wechsle ich jetzt einfach mal. So, also ich wünsche euch viel Spaß noch bei der letzten Aufnahme. Oh, schaut euch den Heavy an. Huch! Oh, wie fies, die campen da oben. Achso, ja, Kontrollpunkt ist eigentlich ganz leicht. Es gibt hier auf dieser Map einen Punkt und das Team, was den Punkt 3 Minuten lang halten kann, gewinnt. Das ist auch vergleichbar mit dem Halloween, mit der Halloween-Map damals, die wir damals gespielt haben. Was ist hier los? Irgendwie kommt mir das alles irgendwie so komisch vor jetzt auf einmal. Kein schöner Start in die letzte Aufnahmesession. Vielleicht sollte ich die Teams irgendwie scramblen, geht das vielleicht? Nein. Scheiße! Ich hasse diese Server, wo das Ganze deaktiviert ist. Ist doch voll scheiße. Das ist mir ein bisschen... Oh Mann, kein schönes Match bis jetzt. Also, das Team ist, naja, nicht so besonders gut jetzt ausgeglichen. Huch, und mir fällt gerade auf. Kann es sein, dass hier nur Russen sind? Ich sehe hier einen Russe, zwei Russen. Nee. Also viele Russen. Einer im blauen Team, einer in unserem Team. Vielleicht ist deswegen das Match so komisch. Nichts gegen Russen. Bevor ihr mir jetzt schreibt, hey, habt ihr was gegen Russen? Nein. Oh, ich habe meinen ersten Kill. Ich bin begeistert. Ach, wie die alle spawn campen. Wahrscheinlich gibt es jetzt gleich ein paar Leute, die sich gleich beschweren werden. Jede Wette. Mir gefällt es nicht. Vielleicht sollte ich den Server wechseln. Mal schauen. Vielleicht ändert sich das ja noch. Ist eh ein scheiß Premium-Server. Irgendwie erwische ich immer diesen Saints-Premium-Server. Das ist voll scheiße. Ich wette, die haben so 100 Millionen Server gekauft, sodass man immer, wenn man da auf in dem Menü da nach diesem Server, nach einem Server sucht, dass man dann einen von denen erwischt. Jede Wette. Ja. Mann, das war ja ein total ausgeglichenes Spiel jetzt, oder? Naja, immer bin ich jetzt einer, der den Punkt jetzt angreift, sodass... Meine Kollegen sollen sich jetzt befreien ein bisschen von dem eingeengten Spawn jetzt, oder? Ja, aber es scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube, wenn die nächste Runde immer noch so unausgeglichen ist, werde ich den Server wechseln, weil so geht es nicht. So, jetzt noch ein bisschen freudig den Tod entgegenblicken. Blau hat irgendwie ein Team frei. Ich könnte jetzt eigentlich wechseln. Aber ich schau mal nach, was passiert. So, wenn diese Runde immer noch so unausgeglichen ist, werde ich, wie gesagt, den Server wechseln. Dann mache ich dann einen kurzen Stopp. Okay, gut.
Lalala, ihr kriegt mich nicht. Aha, was baust du denn da? Was baust du denn da? Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, was du da vorhast. Ja, ja, ja. Ich bin unverwundbar. Hey, Heavy, ich stehe hier. jetzt baut er sein Ding wieder auf. Ich hab so richtig Angst. Wah! Okay, jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Jawoll. Fast einen Rekord mit zerstörten Gebäuden erreicht. Ach, jetzt wieder ein kleiner Leck. Na, das fängt jetzt schon mal schön an, dieser Part. Oder diese Session. Verloren, verloren, verloren. Oh, gut, ich hoffe jetzt, dass es einigermaßen fair jetzt ablaufen wird. Wenn nicht, dann, wie gesagt, ne, Server wechseln, bla bla bla. Kennt ihr ja. Ich habe jemanden geboinkt. Das ist schön. Scheiß Werbung. Ich werde es jetzt zensieren. Mich nervt es so extrem. Ich werde da einen schwarzen Balken oder sowas hinmachen. Ach, ihr werdet es schon sehen. So. Okay, ich will, ist was? Da das so fair abläuft, oder abläuft, whatever, werde ich jetzt einfach mal den Server wechseln. Dann sehen wir uns gleich wieder. Außerdem steht da eh scheiß Schleichwerbung. Das regt mich tierisch auf. Also bis gleich, ne? Ciao. So, ich habe jetzt einen anderen Server gefunden. Und jetzt spiele ich einfach mal als Engineer. Ich glaube sogar, dass es kein Premium-Server ist. Das ist gut. Aber es laggt ein wenig, fällt mir jetzt so auf. So, gut. Ich habe den Kontrollpunkt jetzt gerade mit einer Sentry geschützt. Und jetzt versuche ich hier als, ja, im Kampf jetzt ein wenig Schaden auszuteilen. Und die Sandy, die steht auch ziemlich gemein. Also man sieht die jetzt so also vom Winkel ja nicht. Naja, vielleicht doch. ist ja auch egal. Gut. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen in die Offensive. Wenn ich hier wieder so einen Saints-Schriftzug da sehe, dann raste ich aus. Aber es scheint kein Premium-Server zu sein. Oh, ich wurde geswitcht. Super. Autobalance. Janka wurde zum Ausgleich in das andere Team verschoben. Super, ich liebe es. Gut, ich habe übrigens beschlossen, dieses Let's Play 100 Parts lang zu machen. Mehr nicht. Weil ich glaube, dass es nach 100 Parts ein bisschen langweilig wird. Aber mal schauen. Das 100 Part ist jetzt momentan die Zielgrenze dieses Let's Plays. Oh, meine Sentry, die Zeit teilt ganz schön aus. Das ist gut. Ich könnte die, glaube ich, hier platzieren. Da wäre es ein bisschen gemeiner. Genau hier auf dem Stroh. Oh. Was machst du denn da? Steht da hinter mir, eiskalt. Oh. Immerhin konnte ich seinen Dispenser zerstören. Jetzt hat er 100 Metall verloren. Als Vergeltung, weil er meine Sentry zerstört hat. Mann, der wird sich was gedacht haben. So, ja, wir haben 3 Punkte. Super. Übrigens war King of the Hill das erste Match, was ich je gespielt habe. Also nicht auf einem Server, sondern gegen Bots damals. Der wird sich wundern. Oder die werden sich wundern. So, meine Devise lautet, wenn es einmal nicht klappt, probier es nochmal. Allerdings ist es so, wenn es nochmal nicht klappt, probier es ein weiteres Mal. Oh. Der hat mit einer Blackbox meine Sentry zerstört. Na gut, ich wechsle mal die Klasse. Ich glaube, mit dem Engineer machen wir nicht so viel Schaden. Viel Sniper, was geht ab? Ist es nicht ein bisschen übertrieben? Ich glaube, ich sollte hier sogar die Waffe wechseln, weil die ist ja eigentlich, wie gesagt, nur gut gegen mehrere Gegner. Also wenn zum Beispiel, ja, wenn der Server ungefähr voll ist. Halt, nein, das ist falsch.
Ich glaube, jetzt mache ich mich mal zu meinen eigenen Feind und rüste mich selber mit einer Blackbox aus. Mann, lauter Sniper. Ist das nicht ein bisschen Mainstream, immer nur zu snipen? Immer nur nach Feinden zu suchen und dann das Visier auf den zu richten? Naja. So, jetzt nehmen wir mal den Punkt ein. Ich muss jetzt aufpassen. Oh, da brennt jemand. Okay, gut. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Was? Mehr Gehalt als bisher? Wie kann man da eigentlich heilen? Mit der Blackbox oder was? Heilt die etwa? Moment. Ah ja, Blackbox heilt. Verstehe. Okay, gut. Dafür hat die nicht so viel Munition. Interessant. Anscheinend habe ich noch niemanden mit meiner Blackbox erwischen können. Das ist ja super. Da seht ihr, wie häufig ich die Waffen wechsle. Weil ich immer eigentlich immer dieselben Ausrüstungsgegenstände benutze. Ich glaube, ich sollte mehr die Waffen rumprobieren oder ausprobieren, ne? Wisst ihr ja schon. Mann, ich habe den Rekord jetzt gehalten. Super. Aber wir verlieren jetzt. Es sind noch 24 Sekunden, bis die Welt untergeht. Oder bis das Match zumindest endet. Ach, ich hätte zurück reingehen sollen. Ah, mit seinem Polystigator da, der killt mich da einfach. Naja, egal. Ich hab die Waffe nicht einmal. Polystigator oder wie die auch heißt. Fünf, ihr schafft es, na los! Das sind ein paar auf dem Punkt, ich muss denen helfen. Jetzt Leute, geht einfach auf den Punkt drauf. Ah, wir haben verloren, ja. Ich verstecke mich jetzt hier ganz mutig hinter dieser Kiste. So, es wird mich hier niemand finden. Mann, das ist ein... Ha, ich habe überlebt. Perfekt. Sollte Bonuspunkte geben, wenn man überlebt. Oder ein Achievement. Ja, genau, du hast recht. Ne, ich sage nur... Ja. Und die Gesellschaft ist hier in dieser Hütte drin. In diesem Schuppen. In dieser Kammer, in dieser Kornkammer, whatever. Ne, Kornkammer, muss ich mal an Walk of 3 denken. Weil man da so eine Kornkammer, da eine verseuchte, zerstören muss. Naja. Werde ich übrigens auch Let's Playen, Warcraft 3, wann weiß ich noch nicht. Nein, ach komm, ich könnte mal gar nichts. Sorry, aber na gut, ich kann auch nichts, ne? Ich mache auch nur ein paar Kills, gebe ich zu. Aber ich stehe dazu. Mann, die Peine, dass ich da oben bin, ich glaube. Ah, der hat mich entdeckt. So, jetzt versucht er... Oh, Sniper, ich sollte mich verpissen. So, der sucht mich jetzt wahrscheinlich. Der hat mich wahrscheinlich hier jetzt anvisiert oder so, keine Ahnung. Der spät ist gerade nach mir aus oder was weiß ich. Mann, da hat jemand auch eine Blackbox. Ah, schön. Porn. Scattergun. Lieblos. Das ist doch eine Standardwaffe, oder? Ich wusste gar nicht, dass es Standardwaffen auch mit einer Killanzeige gibt. Huch, was geht denn hier ab? Sag bloß, die wollen jetzt schon Spawn campen. Nee, 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 nicht mit mir, mein Freund. Hallöchen, mein Freund. Gut, hier ist der Punkt. Den sollte ich so schnell wie es geht einnehmen, weil die Gegner ja Zeit dazu oder abgezogen bekommen, solange wir den nicht halten. Gut, ich glaube, der verteidigt hier, dann... Okay, gut. So, oh, da oben. Huch, da kommt jemand. Ein... Hey, geil, Luckshot. Luckkill. Luckkill. Lucky, lucky, lucky. Ich bin Lucky Luke. Oh Mann. Lucky Luke. Da bin ich so blöd, oder warum treffe ich den jetzt nicht? Ich werde dich töten, oder euch, oder mich selber. Ja, mich selber. Mann, 50 Gehalt. Super. Gut. Oh. Ich steige auf. Und zwar in den Rang eines Veteranen in diesem Spiel. So, schauen wir mal, was meine Kollegen da machen. Oder wie die so spielen. Oh, da wurde jemand geheadshottet. Ja, das Risiko muss man erwarten, wenn man als Sniper spielt, dass ein anderer Sniper dich einfach so, ja, kaputt macht, ne? Ach, der hat da ein Ding getrunken, so ein Energy-Dingens, was ihn unverwundbar macht. Was ich auch...